Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen WWE 2K16 meine Karrierefolge. Wir sind nun nahe zu WrestleMania 35. Der Monat hat angefangen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Match gegen The Rock. Den hatten wir schon mal bei WrestleMania 33. Beim Triple Threat Match im Main Event von WrestleMania, wo wir den Titel ja gewonnen haben gegen The Rock. Natürlich war er nicht der Titelträger, sondern Brock Lesnar. Und ja, war ein cooles Match. Da habe ich ja meinen Titel gewonnen und seitdem habe ich ihn ja nicht mehr verloren. Mal sehen, ob ich jetzt noch mit The Rock mithalten kann. Ja, das werden wir natürlich sehen. The Rock wird natürlich sagen, I want your title, man. Und so weiter. Aber ich will ihn ja nicht abgeben, ne? Ich will ihn ja immer noch halten. So. Boah, wunderbar, dieser Piledriver hier. Der sieht ja verdammt gut aus. Ich bin echt gespannt, was jetzt für eine Fehde kommen wird, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, was für eine Fehde kommen wird. Ich hatte eigentlich eine Fehde im Kopf gehabt, aber wenn die WWE immer eine Fehde gibt, dann soll man sie auch ausnutzen. Da war der Plan eigentlich wieder komplett verworfen, weil ich eigentlich gedacht habe, okay, wenn die eine Fehde oder eine Fehde gegen einen geheimen Gegner planen, dann passiert es immer meistens nach dem Rumble und nicht jetzt irgendwie kurz nach Fastlane. Aber falsch gedacht. Ich bin gespannt, ich freue mich auch ein bisschen drauf, weil die Fehden haben mich bisher nicht enttäuscht. Gleich kommt John Cena raus und will ein Match gegen mich. Nee, ich hoffe nicht, weil gegen ihn hatten wir schon eine Fehde. Natürlich nicht in diesem Speichermodus, klar. Aber, naja. WrestleMania würdig ist es ja nicht. Zumindest noch nicht. Und. Oh, schöner German hier. Ja, The Rock, ne? Was machst du jetzt? Okay. Macht er mich jetzt fertig? Und okay, das war schlecht. Das war schlecht gemacht. Okay, komm. Den machen wir jetzt fertig. Sehr schön. Mit einem Package Piledriver. Ah, was macht er jetzt? Okay, Shoulder Block. Ah, The Rock wird auch ein harter Gegner. Und. Ah, den konnte ich irgendwie nicht kontern. Schade. Und. Oh. Jawohl, wunderbar. Okay, und jetzt Phenomenal Forearm. Wunderbarer Phenomenal Forearm hier. Und dann noch diese Move-Variation, auch wenn die nicht ganz funktioniert hat, so wie ich sie wollte, aber naja. Was soll's. So, jawoll. Bringen wir mal zum Tappen, der Great One. Ja. Ja, das war nix. Oh, gut gekontert von The Rock. Och, der will nämlich pinnen. Ah, ja, da schätzt den Champion ein bisschen, ne? So. Aber mit dieser Clothesline habe ich mal ein Zeichen gesetzt. Und mit diesem F5 auf jeden Fall. Weil der. Ja. Ungefährlich war er nicht. Oh, The Rock, was macht er jetzt? Ah? Okay. Oh, Chain Wrestling. Ah. Damit wird er mich kriegen.
Ja. Ich brauche die blaue Anzeige noch ein bisschen. Ja, der ist schon sehr, sehr verfolgerisch. Komm, komm, komm. Lad mehr auf, lad mehr auf, lad mehr auf. So, dann warten wir ein bisschen. Oh. Ja, dann kontert er locker leicht. Und einen Fisherman Suplex. Oh. Oh, er kommt. Scheiße, Submission. Ich hasse Submission. Ich hasse Submission. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Submission hasse? Was ist mit The Rock los? Habt ihr das gerade gesehen? War er so, ich muss ihn besiegen. Oh, na gut. So viel zu dem Thema. Und jetzt. Okay. Ach, ich dachte schon, er wollte seinen Rock Bottom zeigen. Aber den zeigt er doch nicht. Oder doch? Er zeigt ihn. Er zeigt ihn auf den Hallenboden. Und zack. Okay. Macht er gut, der Rock. So, dann warten wir ein bisschen und füllen es mal ein bisschen auf. Wird ja eh wieder kommen, deswegen ist es logisch, dass er wieder kommen wird. Because he is the great one. Und Suplex. Oh, er ist noch nicht geschwächt hier. Müssen wir es ändern. Oh. Und. So. Dann nochmal ein Suplex, komm. Suplex. Und. Jetzt. So. Ah, schade. Das hat nicht so ganz funktioniert. Versucht er mich wieder zu pinnen. Ja, das war ein sehr, sehr guter Versuch. Denn er kriegt direkt den F5 ab. Bam! Tja. Was sagst du nun? Na, willst du mal ein bisschen Tombstone abkriegen hier? Hast du ja schon oft genug vom Taker kassiert. Und jetzt kassierst du mal von mir. Oh nein. Bitte kein Rope Break. Aber er kickt aus. Nee, doch nicht. Ah, da haben wir es doch direkt geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert nun? Triple H is fuming right now.
just done with Triple H and the Authority. Yeah, he did the right thing tonight helping Sting. Shows what type of superstar he really is. Okay. Ja. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, was ich jetzt... Please welcome my guest tonight. Let's talk about Sting. Why did you choose to help Sting tonight? Sting is one of the most decorated superstars in the business. I remember as a kid watching Sting and wanting to be just like him. He's an icon, a hero. Triple H needs to show him some respect. There you have it. Back to you, Cole. Also wenn das nicht eine Face-Aussage war, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt habe ich mal eine gute Fehde bekommen, ne? Also, Triple H, also ich versuche mal zu verstehen, wie die Situation war. Triple H hat eine Konfrontation mit mir gehabt. Sting kam und attackierte Triple H. Triple H kassierte den Low Blow, attackierte Sting und ich hatte die Wahl, entweder Sting oder Triple H zu helfen. Da ich ja Face sein will, habe ich Sting geholfen. In dem Sinne. Und hab Triple H attackiert. Also, interessante Fehde. Geil. Auf jeden Fall. Weil mich das echt interessiert, was jetzt passiert. Was mich nicht interessiert, ist dieses Match. Ihr wisst, ich werde es überspringen. Und ja, schreibt auch mal gerne in die Kommentare. Ich denke mal, die meisten würden sagen, oh nein, du willst noch, was machst du da, warum hilfst du nicht, Triple H und so weiter. Nee, ich wollte Sting helfen. Manche würden sich für die Authority anstellen, aber ich war ja immer, ich habe immer gesagt, ich bin ja gegen die Authority. Und deshalb habe ich das auch in dem Sinne gemacht. Macht ja mehr Sinn, ne? Ich habe ja immer gegen die Authority geshootet. Und warum soll ich jetzt auf einmal auf die Seite der Authority sein, ne? Versteht ihr? Aber auf jeden Fall skippe ich jetzt dieses Match. Bis gleich, Schott. Oh, Interview oder wie? Oder kommt irgendwas? Wahrscheinlich ein Interview, was ich denke oder so. Please join me in welcoming my guest tonight. You were voted as a top 10 favorite. Hat mehr schon mal. Von daher hat mir auch kürzlich gehabt. Deshalb macht es nicht viel Sinn, nochmal das Interview ausführlich zu zeigen. Weil das kennt ihr in dem Sinne ja schon. Ne? In dem Sinne. Genau, haben wir jetzt auf jeden Fall eine schöne Storyline bekommen. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird und freue mich auch darauf. Muss ich sagen, ist mir wieder cool, eine Storyline zu haben, wo du es nicht ganz verstehst. Ich kenne diese Storyline nicht, muss ich mal wieder sagen, weil ich gucke ja eigentlich keine Karriere von anderen Wrestlern. Anderen YouTubern. Wurde ich auch schon mal gefragt. Weil ich nicht so viel gespoilert werden will, weil eventuell Storys wirklich kommen sollten. Ja, ich immer sehr gespannt, ob du noch spontan reagieren will, weil ich kannte jetzt keine Storyline oder so eine Art und ich find's cool. Ich find's cool und möchte es eigentlich auch so weiterhin gehen. Und ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.